Hallo, mein Name ist Thomas Schulte. Ich bin der Besitzer und Direktor der Galerie Thomas Schulte in Berlin in einer vom Gendarmenmarkt in der Charlottenstraße. Die Galerie gibt es seit 1991, waren die ersten, die nach der Wende nach Berlin gekommen sind, um internationale Positionen zu zeigen. Sie sehen mich hier in dem großen 9 Meter hohen Eckraum der Galerie, ein großes Schaufenster eines Gebäudes, das bereits in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts als Damenmodekaufhaus gebaut wurde. In diesem großen Eckraum zeigen wir etwa in 2-Monats-Rhythmen wechselnde Ausstellungen, die meistens speziell für diesen Raum konzipiert sind. Hier sehen wir Pat Steer, eine amerikanische Malerin, die 1940 geboren wurde und in Amerika ein Household Name ist sozusagen. Die Wall Drawings oder Wandmalereien bei Pat Steer sind ein fester Bestandteil ihrer Arbeit. Allerdings macht sie davon vielleicht 1, 2, 3 Arbeiten im Jahr, die sich dann über die Jahre zu einem ziemlichen Oeuvre angesammelt haben. In unserem Fall heißt die Arbeit Nearly Endless Line Nummer 3. Diese Arbeit beschäftigt sich mit einer Linie, die sich selbst auf der Wand spiegelt oder auf der Wand einen Schatten wirft. Man kann es von der anderen Seite der Straße dann sehr gut erkennen, dass es aussieht, als wäre es ein Band, das mitten im Raum schwebt. Die Arbeit ist mit Acrylfarbe auf der Wand gemalt. Die über 70-jährige Künstlerin hat diese riesige Arbeit zum großen Teil selber ausgeführt und das ist eine wahnsinnige Leistung in diesem Fall. Ich möchte aber jetzt eigentlich Sie schon rüberbringen in unsere anderen Räume und zu sehen, was wir als zweite Ausstellung parallel zu dieser Eckraumausstellung haben, denn wir haben eigentlich immer gleichzeitig zwei Ausstellungen, eine im Eckraum, eine in der richtigen Galerie. Als zweite Ausstellung zeigen wir neuere Arbeiten des portugiesischen Künstlers João Penalva. João Penalva verwirrt uns sehr mit den Dingen, die er macht. Zunächst kann man seine Arbeiten sehen als etwas ästhetisch sehr Schönes, etwas, was uns gefällt, so wie diese Skulptur hier und das dazugehörige Foto. Er schildert uns etwas, wo wir uns fragen, warum hat er es gemacht? Und diese Frage wird uns dann auch irgendwie beantwortet. Indem er uns Zusammenhänge suggeriert oder Zusammenhänge gibt, Geschichten erzählt, die wir auch gerne als Information hören wollen. Je länger darüber nachdenken, wird man merken, dass manche dieser Geschichten überhaupt nicht stimmen und wir in unserem Drang, Geschichten zu hören, von dem Künstler diese erzählt bekommen und sie dann für die Wahrheit nehmen. In diesem Fall ist die Geschichte relativ einfach, allerdings auch so banal, dass man es sich kaum glauben kann, denn sie wird im Nachhinein erfunden. Er hat diese Skulpturen gemacht, er hat dieses Foto gemacht, eigentlich nur, weil ihm das ästhetisch gefiel. Gleichzeitig muss aber es in einen Sinnzusammenhang gesetzt werden und dieser Sinnzusammenhang wird von ihm in einer Geschichte erzählt, die völlig frei erfunden ist und die bei uns als Text, als Pressetext auslegt, den man abrufen kann.